Für viele Spieler ist es das Duell mit dem größten Reiz in der Fußball-Regionalliga-Saison. Eintracht Trier gastiert am Samstag um 14 Uhr bei Rot-Weiß Essen. Im Georg-Melches-Stadion werden rund 10.000 Zuschauer erwartet. Essen ist nach 5 Spieltagen Tabellenführer. Die Eintracht will versuchen, eine Überraschung zu landen. Ein Mittel dafür: Trier will möglichst lange kein Gegentor kassieren. Ja, wir werden morgen natürlich in Essen nicht besonders offensiv spielen, das ist ganz klar. Wir werden schon aus einer verstärkten Defensive heraus spielen und versuchen, über Konter zum Erfolg zu kommen oder der Standardsituation. Aber wichtig ist morgen erstmal, dass es zu Null steht bei uns hinten. Und dann, wie gesagt, hoffe ich auf eine Standardsituation, auf einen Konter, dass wir da ein Tor erzielen. Für Basler ist das Gastspiel in Essen gleichzeitig eine Reise in die Vergangenheit. Zwischen 1989 und 91 absolvierte er als Spieler 54 Zweitligapartien für Rot-Weiß. Also ich freue mich natürlich, wieder zurückzukommen an meine alte Wirkungsstätte, da ich vor 20 Jahren selbst meinen Essen gespielt habe. Freue mich auf das Publikum, freue mich auf die Atmosphäre, die ich ja damals selbst habe kennengelernt. Es ist ein tolles Publikum, tolle Fans und natürlich nebenbei hoffe ich noch Thomas Strunz zu sehen. Ist er ein Mitspieler von mir gewesen, um einfach mal ein paar Sätze mit ihm auszutauschen. Verzichten in Essen muss Basler unter anderem weiterhin auf Linksverteidiger Andi Rakic. Nach zuletzt aufsteigender Form ist es zudem möglich, dass Stürmer Holm Hentschke mal wieder eine Chance von Beginn an erhält.